Rückstand, den er am Anfang der Saison etwas hatte, deutlich aufgeholt. Er drückt richtig, er drückt auch im Training richtig auf die Tube. Es macht Spaß, ihn so wieder zu sehen. Das freut mich natürlich enorm, vom Trainer zu hören, dass es gesehen wird oder aufgenommen wird und auch bewertet wird, wie ich im Training arbeite und dass ich immer Gas gebe. Und das pusht einen auch immer wieder. Und es gibt einem immer wieder auch so Impulse, dass man auch weiterhin dranbleibt und weiterhin Gas gibt. Und dass es dann früher oder später dann sich auszahlt. Ja, die Vorfreude ist immer da, vor allem wenn so eine Länderspielpause ist, wenn man dann trainiert und kein Spiel ist, dann fiebert man immer hin auf das Spiel. Und jetzt am Wochenende natürlich gegen die großen Bayern freut man sich leider nochmal extrem. Ja, ich glaube schon, dass es was Besonderes ist, jetzt durch die WM natürlich auch, und dann sieht man die Spiele in der Champions League, und dann ist es schon mal ein bisschen was anderes, wenn man gegen die spielt. Und die Vorfreude ist natürlich vielleicht ein Ticken höher wie bei den anderen Spielen. Na, da ist wieder ein bisschen was anderes. Da ist es ein Tor wie jedes andere. Also ich glaube, da ist dann egal, ob man gegen Köln, gegen Paderborn oder gegen Bayern trifft. Trotzdem würde es mich enorm freuen, wenn ich da Einsatzzeit kriegen würde und vielleicht noch mit einem Torerfolg uns belohnen könnte. Aber wie gesagt, die Tore sind eigentlich egal, ob man gegen Bayern oder gegen Paderborn, die sind immer gleich wichtig eigentlich. Ja, da war ich zu Hause auf dem Sofa, habe das geguckt. Das war ein recht interessantes Spiel, war ein super Spiel. Wir sind, glaube ich, 3-1 hinten gelegen und dann zum Ende hin noch das 3-3 gelungen. Mit ein bisschen Glück hätten wir das Spiel sogar noch gewinnen können, und bin gespannt, was wir dieses Jahr dort holen können. durch meine Verletzungen in der letzten Saison bin ich dann noch lang im Kraftraum und mache mich da ein bisschen intensiver warm und schaue, dass ich dann so kurz wie möglich dieses Aufgewärmte noch ein bisschen mit rausnehme. Und jetzt in den Wintermonaten will ich nur nicht so lange draußen stehen im Kalten. Aber es hat keinen genauen Hintergrund. Also ich bin, wie gesagt, noch einige Zeit im Kraftraum, um mich einfach aufzuwärmen, um die Verletzung vorzubeugen. Und das ist mit ein Grund, warum ich dann immer eine relativ der Letzten bin. Was? Bitte schön. Das war's schon? Super.